Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! So, und mit diesem wundervollen Intro begrüße ich euch hiermit zu Retroplay Pokémon Saphir Edition mit mir, dem TKW vom Kanal Multiplayer. Und ja, wir sind in der Retro-Play, sind wir jetzt hier auf Pokémon gekommen, yay! Und ich mache es jetzt nicht mehr so, dass ich jedes Spiel einzeln aus den Reihen spiele. Und deshalb habe ich mich hier für die Saphir Edition entschieden, auch wenn ich noch etliche andere habe. Also falls es euch wirklich hart interessiert, dann kann ich natürlich auch die anderen Editions zeigen. Allerdings war ich nie ein großer Pokémon-Spieler. Und ja, deshalb würde ich sagen, schauen wir jetzt hier einmal in die Saphir Edition rein. So, wir fangen jetzt hier mal ein neues Spiel an. Ich habe nämlich auch noch einen Spielstand noch im alten, wo ich relativ weit bin, und da werden wir dann nachher mal reingucken. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Hallo Birk. Aber jeder nennt mich hier nur Professor Pokémon. Okay? Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Ja, halt doch jetzt dein Maul, ey. Also wenn euch das interessiert, lest es euch durch. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Und wie heißt du? So, ich mache jetzt mal einen neuen Namen. TKW passt meistens hundertprozentig genau in diese Mindestzeichenanzahl. Groß, ich will... Ach nein, das ist doch richtig gewesen. Kleinbuchstaben. So, jetzt hätte ich auch gern ein großes G. Nein, das war falsch. Kann ich löschen? Okay. Und ist zu blöd, um meinen eigenen Namen zu schreiben. Also jedenfalls mein Synonym. Ah, seht ihr, es geht doch nicht ganz rein. Es ist doch um ein Buchstaben zu kurz, mein Name. Okay. Ja, ich bin TKW, stell dir das mal vor. Genau, ich bin gerade nach Wurzelheim gekommen, genau, ja. Mach hin. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht eingesprochen wird. Allerdings, was soll man erwarten, ne? Das Spiel ist schon uralt. Naja, okay, es geht. So, ja. Wir fahren und fahren. Jetzt fahren wir nicht mehr. Alter, diese Grafik ist ja umwerfend. Oh. Ich kann drauf. Verdammt, hätte ich jetzt... Kann ich da nochmal rein? Nein, nachher wäre da was gewesen oder so. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir?
Bla 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 bla. Bla bla, Entschuldigung. Genau, man kann nämlich mit dem Emulator ein bisschen vorspulen. Mit der Leertaste wird alles extrem schnell, das finde ich dann immer extrem witzig. So, Entschuldigung. So sind wir also hier. Hallo. Alles klar. In unser Zimmer sollen wir gehen, da kann ich mich noch dran erinnern. Haben wir hier Fernseher, Computer. Was ist denn nun mein Computer? Ja, weiß ich, dass ich den angemacht habe. Ich habe es ja selbst gemacht. Item nehmen. Oh, ein Trank. Ist natürlich nett. Okay. Nein. Mann. Ausschalten möchte ich den gerne. Hier, jetzt müssen wir die Uhr stellen. Ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe, aber ich kann mich immer noch dran erinnern. Wie viel Uhr haben wir denn? 18 Uhr. Ja, hätte ich lieber andersrum gedreht. Nein! Nein! So, jetzt. 18 Uhr. Okay. Ja. Das ging aber schnell, du. Gerade angekommen und direkt ist alles eingerichtet, oder wie? Aha. Dann gehe ich da jetzt mal nach dem Wurzelheim. Hui, Papi ist im Fernsehen. Hallo, Papi. Oh. Erstmal guter Hinweis. Das fand ich ja immer schrecklich hier, diese tausend Texte und ewig lang dann noch, dass man die nicht einfach überspringen konnte. Okay. Ja, wir müssen jetzt zu Professor Dingsbums. Ich hab den Namen vergessen. Hey, hallo. Professor Birk, genau. Professor Birk hieß der. Habe ich mir sogar alles am Anfang mal durchgelesen. Deshalb weiß ich das ja noch, wo ich hin muss. Aber das wäre jetzt für die Aufnahme ein bisschen langweilig, deshalb überspringe ich das einfach ein bisschen. So, wir müssen jetzt hier hoch. Hey, hallo. Ja, weiß ich doch. Alter, ich will... Okay, das heißt, ich muss jetzt... Ich dachte, ich krieg da ein Pokémon. Irgendwie so war das doch. Okay, dann muss ich jetzt doch mit den Leuten labern. Hallo. Ja, ich kann ja mal ein bisschen was über das Spiel erzählen. Und zwar ist das die dritte Generation von den Pokémon-Spielen und die kamen nach der Gold- und Silber-Edition raus. Also, dann kamen die Saphir- und Rubin-Edition raus. Ja, das hier ist jetzt aber die Saphir-Edition. Und zwar kamen die auf dem Game Boy Advance raus. Ich hatte nie einen. Das erste, was ich hatte, war ein Nintendo DS damals. Aber ich war nie so der Pokémon-Spieler. Ich habe das tatsächlich zum ersten Mal gespielt, nachdem ich diese Spiele hier bekommen habe. Die Retro-Spiele. Die ganzen habe ich mir das mal angeguckt und fand das tatsächlich mega cool. Und, ja, aber... Man kann jetzt da rein. Okay. Was sollen wir tun? Hilfe! Hallo. Hey, ich bekomme Pokémon. Das ist nämlich schön. Gekabor, Flamly und Hydropie. Das hier habe ich genommen, als ich das erste Mal gespielt habe, den Hydropie. Also tut mir leid, falls ich irgendwas falsch ausspreche oder bla bla bla. Wie gesagt, ich war nie ein großer Pokémon-Spieler, deshalb kenne ich mich auch mit den ganzen Pokémons nicht aus. Ich nehme jetzt einfach mal Flamly. Ja, das sieht doch gut aus. Ein Feuer-Pokémon, wie man den unschwer ansehen kann. Hydropie ist ein Wasser-Pokémon, das weiß ich auch. Yeah, ich bin klug.
Kampf. Kratzen. Okay. Nach innen. Was ein Lusche, ey. Hat keine Chance gegen mich. So, haben wir doch den ersten Kampf vielleicht mal gewonnen hier. Ja, okay, das ist tatsächlich nicht so interessant, der Anfang. Ist halt der Anfang. Ich würde behaupten, wir gehen jetzt mal in meinen anderen Spielstand. So, da bin ich nämlich jetzt schon ein bisschen weiter. Ne, Moment, ich muss in die andere Richtung, glaube ich. Da hier rein. Das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was ich jetzt machen muss, wo ich hin muss und... Aha. Okay, das sieht mich nicht. Wo muss ich hin? Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt aus der Höhle wieder rausgekommen bin. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich in dieser Höhle war. Was ist hier? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Ausgang von der Höhle. Oder irgendwas. Moment, ich muss mal mein Inventar öffnen. Vielleicht steht das da ja irgendwo. Im Pokédex dürfte das eigentlich nicht stehen. Hui. 20 gesehen, 3 gefangen. Alles klar. Was habe ich denn eigentlich noch für Pokémon? Droppy und Fifi. Alter, bin ich kreativ mit dem Namen. Was habe ich hier noch so? Okay. Ja, ist ja nicht ganz so viel. Okay. Spielzeit 2 Stunden 48. Alles klar. Und ein... Den Steinorden. Also ihr seht, so viel habe ich noch nicht gespielt. Ja. Ja, ich glaube, dann muss ich jetzt mal zurückgehen. Nach... Moment, kann ich hier oben noch irgendwas machen? Och nee, kann ich da nicht langlaufen? Nee. Oh, hier. Ja, da unten wahrscheinlich nicht. Ich habe keinen Zerschneider, Mann. Naja. Ich muss jetzt einfach mal hier lang zurück. Was willst denn du hier, hä? Mhm. Ja, hier war ich aber auch überall schon. Guck mal, da ist ein Pokémon. Pokéball. Hä? Bin ich jetzt dumm? Pokéball, genau. Hm, was steht hier? Mhm. Ja, hier komme ich her. Ah, genau, von dem wollte ich irgendwas. Die Devin waren. Hast du es geschafft? Ah, okay. Superball erhalten. Mhm. Ah, ich weiß, was passiert ist. Ich hatte das schon mal geschafft, aber nicht gespeichert. Und deshalb war ich jetzt noch da oben. Alles klar, jetzt erinnere ich mich. Okay, jetzt muss ich nämlich mit dem Schiff irgendwo hinfahren. Moment, wo ist der Ausgang? Da. Okay. Tschüssikowski. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo man die Karte öffnet. Ich gehe jetzt hier erstmal ins Pokécenter. Hier nehmen wir meine Pokémon. Ja. Okay, ich war übrigens noch nicht fertig, die ganzen Informationen, die ich mir rausgeschrieben habe, um das Spiel rauszugeben. Und zwar wurde das Spiel von der Firma Game Freak entwickelt, aber von Nintendo gepublished. Der Game Boy Advance war ja, glaube ich, von Nintendo. Okay. Ja, hier war ich schon. Wo war denn jetzt der Typ da? Mit dem Schiff. Ich das jetzt noch wüsste, ey.
Ja, das ist echt blöd, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat. Dann weiß man nicht mehr, wo man gerade war. Oh, komme ich hier irgendwie raus? Da liegt nämlich noch ein Pokéball. Ja, Tatsache. Den hole ich mir jetzt aber noch. So, da hoch. Da oben liegt er nämlich direkt schon. X-Abwehr. Oh, jetzt hat schon das Handy gebimmelt, ey. Ich sollte das echt mal auf lautlos stellen, wenn ich aufnehme. Ich nehme das nämlich jetzt direkt in Folge von dem Video 1942. Ne, 43. 42, 43. von 1943 auf. Also dem Spiel. Und da ist das nämlich eben auch schon mal passiert, aber ich habe es trotzdem irgendwie nicht gemacht. Ich habe immer noch keinen Zerschneider, yay. Alles hier lang. Nein, geh weg. Hätte ich nicht lesen sollen, nein. Okay. War das hier? Mit hier kann ich was einpflanzen, oder? Ja, möchte ich. Nee, möchte ich doch nicht, habe jetzt keinen Bock. Ich muss wieder durch den Wald durch, genau. So. Raus da. Oh nee. Na, den mache ich auch noch fertig. Ein Wingull! Die Namen ja grässlich von dem Spiel tatsächlich. Also teilweise, also von den Pokémons. Ah ja, das Spiel ist übrigens von 2002, also es wurde 2002 in Japan gepublished. Und ist dann erst 2003 nach Europa gekommen. Das heißt, so alt ist das noch gar nicht. Das heißt, es ist noch, ja, Moment, wie alt war ich da eigentlich? 2003 war ich 5 Jahre alt. Ja, okay, da bin ich auch noch ein klein bisschen zu jung gewesen, das zu kennen. Ach ja, da muss ich halt den Vogel einfangen, genau. Oder doch nicht? Weiß ich nicht. Ja, ich möchte meine Segelrichtung Frusthafen setzen. Alles klar, wir fahren jetzt mit dem Boot, ja. So. Dann werde ich jetzt hier mal eben abspeichern. Alter, halt doch deine Schnauze, ey. Safe Game. So. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt schon. Ich würde sagen, ja, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Und ich denke, ich habe eigentlich das Grundsätzliche gezeigt. Die meisten von euch werden sogar die ganzen Pokémon-Spiele auch kennen. Oh. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Kampf gegen einen Trainer. Das habe ich mich noch gar nicht gezeigt gehabt. Das trifft sich doch tatsächlich gut. Was ist denn das? Tentacha. Tentacha oder Tentaka oder wie auch immer. Das ist wahrscheinlich eine Aquaquara nicht so gut, weil das ein Wasserlebewesen ist. Okay. Oh, er hat mir einen Schaden gemacht. Oh, ist er stark, ey. Nein. Och Mann, ey. Okay, so. That was easy, würde ich sagen, ja. Bam, Junge. Dann kriegen wir nämlich jetzt ein paar mehr EP-Punkte, als wenn man gegen ein wildes Pokémon kämpft. Und man bekommt auch noch Geld am Ende. Okay. Ja. Also mir gefällt das Spiel tatsächlich sehr gut. Wie gesagt, schon ein paar Mal. Habe ich nie groß gespielt. Werde ich auf jeden Fall noch weiterhin nachholen. Ich werde das hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Weil es bockt halt schon. Ich weiß zwar nicht warum. Ich habe das irgendwie früher nie verstanden, wenn sie alle von Pokémon gelabert haben. Was sie da so gut dran fanden. Und ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen. Es gibt es ja heute auch hier für Nintendo DS und so. Ist ja jetzt erst neu rausgekommen. Ich weiß gerade leider den Namen von der Edition nicht mehr.
Naja. Das ist nicht unbedingt ein Spiel, was man gut let's playen kann, würde ich sagen. Weil es hauptsächlich damit zu tun hat, rumzulatschen und seine Pokémon zu leveln und bla bla bla. Also für Let's Plays ist das eigentlich nicht geeignet, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb beende ich jetzt hiermit die Aufnahme und sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann... Wenn es euch gefallen hat, so... dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut doch mal in die Playlist, die ist in der Beschreibung verlinkt. Da sind die ganzen Retro-Play-Folgen, die ich bisher habe. Sind ein paar coole Retro-Spiele, die ich euch da bisher gezeigt habe. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.